warum muss so ein alter Baum, der 80 Jahre ist, warum muss der weg? Die Natur hier in der Stadt macht alles schöner. Nichts ist schlimmer als eine Großstadtstraße ohne jegliches Grün. It's like a blessing to have this, and it's sad that you know you told me that people actually cutting it. Wenn Bäume gefällt werden, bin ich sauer drüber. Ja, ja, weil man froh ist, wenn die Stadt grün bleibt. Hast du noch eine Botschaft für die, die die Bäume fällen wollen, wo du sagst, das würdest du denen gerne mitteilen? Nein. Dass sie es nicht machen sollen? Ja, Bäume sind auch Lebewesen. Warum bist du heute in der Sonntagsstraße? Also ich wohne hier in der Straße und ich habe seit 2014 einen Blog, in dem geht es um die Sonntagsstraße. Und für den Blog mache ich kleine Videos oder Fotoserien oder Interviews. Beispielsweise habe ich vor 2 Jahren dokumentiert, wie hier an dieser Stelle hier so eine Art selbstverwalteter Seniorentreff platt gemacht wurde. Die letzte Serie, die ich gemacht habe, da ging es hier um diese 2 großen Kastanien, die hier standen. Und ja, die sind jetzt leider weg und darum ist die Serie damit auch beendet. Also wir konnten es weder die Interessen von den Senioren schützen, noch konnten wir diese 2 Bäume hier retten. Und ja, da bin ich nicht unbedingt stolz drauf. Was hättest du dir denn für diese 2 Bäume gewünscht? Also eigentlich hätte ich mir das Gleiche gewünscht, was die ganzen Passanten und Anwohner sich gewünscht haben, nämlich, dass die Bäume bleiben. Und besonders eben 2 Bäume, die so alt sind und so groß sind, die spielen halt fürs Gleichgewicht eine ganz besondere Rolle. Und darum ist es einfach bitter, dass hier Fakten geschaffen wurden. Was ist denn deine Nachricht an die Leute, die das zu verantworten haben? Ja, ich würde sagen, sucht euch am besten schnell einen neuen Job, weil ja, Jobs, die quasi solche Schäden anrichten, die werden langfristig keine Zukunft haben. Und ich glaube auch, es wäre für euer Karma sehr viel besser, wenn ihr nicht gegen euer Wissen und auch gegen euer Gewissen die Umwelt zerstören würdet. Den Beamten und auch den Politikern, die solche Entscheidungen hier freigeben, denen möchte ich einfach sagen, bitte nehmt eure Verantwortung ernst. Was bedeutet die Natur in der Stadt? Also Berlin ist auch deshalb so eine lebenswerte Stadt, weil sie eben so grün ist. Darum ist es absolut Wahnsinn, solche Ecken hier nicht zu erhalten. Was man ja auch bedenken muss, ist, dass solche Entscheidungen hier nicht vor Ort oder von den Berlinern getroffen werden, sondern solche Entscheidungen werden irgendwo fernab von Berlin getroffen. In dem Fall gehört diese kleine Ecke hier der Convivo. Und es ist ein Immobilienunternehmen mit 40.000 Wohnungen. Und die treffen eben von der Ferne aus solche Entscheidungen. Also diese Unternehmen, die gehören auch wieder anderen in Unternehmen. Also es ist beispielsweise so, dass bei der Deutschen Wohnen auch ein ganz großer Immobilienunternehmer, der in ganz Deutschland zigtausend Wohnungen hat, bei dem ist ganz groß die BlackRock investiert, der Investor BlackRock. Und vereinfacht ausgedrückt ist es dann also so, dass damit der Steuervermeider und Waffenfinanzier BlackRock ein paar Euro verdienen kann, entsteht hier ein riesiger Schaden. Also einerseits werden hier die Senioren verdrängt, 2 uralte Kastanien werden abgeholzt und ja, wir verlieren ein Stück von unserem Zuhause. Wie hat sich denn dein Leben durch Corona verändert? Also ja, für mich persönlich kann ich nur sagen, glücklicherweise nicht schlimm. Und auch mit den Leuten, mit denen ich in der Sonntagsstraße gesprochen habe jetzt in dem einen Jahr, sind sehr gut durch diese Krise durchgekommen. Und wir haben ja einfach eine extrem privilegierte Situation. Und ich glaube einfach, dass wir auch mit diesem Privileg irgendwie verantwortungsvoll umgehen müssen und dass wir es auch wirklich wertschätzen. Und in meinem konkreten Fall würde es jetzt eben bedeuten, dass ich mit meinem Blog in den nächsten Monaten Werbung dafür mache, dass die Leute unterschreiben sollen bei der Aktion Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und entsprechend im Herbst auch Parteien wählen, die sich dafür einsetzen, dass sowas wie hier eben nicht mehr passiert.